Kaum habt ihr in mühevoller Kleinarbeit eure Bilanz wieder auf Vordermann gebracht, das war's schon. Besuch von Herzog von Breitenstein. Bei ihm ist De Freren, ein übergewichtiger Minister aus dem Stab des Regenten. Breitenstein erzählt euch von einer Expedition, für die noch spezielle Waren benötigt werden. Da De Freren schon bei den Vorbereitungen versagt hat, will der Herzog euch diese Aufgabe anvertrauen. Ihr sollt euch jedoch vorsehen. Die Eingeborenen, die in den Gefilden leben, wo das Gut zu finden ist, sind untereinander zerstritten. Und von Breitenstein will den Handel um jeden Preis auf friedlichem Wege abschließen. Ah, okay, wir sind doch noch hier. Von mir aus Frieden, Friede, Freude, Eierkuchen, alles schick, alles schön. Ja, Getreide, los geht's. Ja, so eins, zwei. So. Ne, pass auf, dann setzen wir sie hier vorne hin. So, dann bitte einmal die Windmühlen. Gucken wir mal, wie die Effektivität dazu steht, wenn wir das auf diese Weise machen. Kommen wir hier in die Mitte. Ein Marktplatz. So, dann kommt nämlich eine Bäckerei hier hin. Eine Bäckerei kommt hier hin. Und dann kommt das Ganze gespiegelt nochmal hier auf die andere Seite. Huch, kein Werkzeug. How is this possible? Ich könnte ja eigentlich auch mal eine zweite Werkzeugschmiede bauen, wenn ich das hier gerade so sehe. Komm schon, gib mir das Werkzeug. You know that I need it. Ja, also. In euren Straßen wütet die Pest. Stimmt, wie sieht denn das eigentlich damit aus? Ich habe keine Heilkräuter. Pass mal auf, dann müssen wir mal kurz das hier jetzt mal, ne? Und so. Der schwarze Tod fordert seine Opfer. Ja, das ist bedauerlich. Was machst du denn da eigentlich? Nicht du, sondern du. Du machst nichts, das dachte ich mir fast. Weg mit dir. Ein Medikus fehlt. Die Pest sucht eure Siedlung. Da, 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 da. Wo ist denn dieser scheiß Medikus? Uni, Schule, Feuerwehr? Bin ich doof? Hier, klar, muss ich erstmal erforschen. So, okay, alles klar. Jetzt ist er da. Ein Medikus fehlt. Kriegen wir hier hinten auch nochmal einen? Hm, naja gut. Müssen wir nochmal hier irgendwo ein paar Heilkräuter anpflanzen. Okay. Heilkräuter kriege ich aber auch nur zur Hälfte. Das ist natürlich auch schön. Och, komm schon. Werkzeugschmiede, was ist denn? Dankeschön. Das muss jetzt erstmal hier hinhauen.
Wo kann ich... Echt hier vorne? Ich dachte... Ich dachte hier an der Seite irgendwie. Aber gut, dann bauen wir halt davon zwei. Während unsere Bevölkerung von der Pest dahingerafft wird. Ach komm schon, bitte, lass mich, danke. Das kann ich jetzt halt auch besonders gut gebrauchen. So, wie schaut's aus mit der Allgemeinheit? Alkohol ist da, Tabak ist da, Stoff ist da, Gewürze fehlt. Und meine Leute haben sich selbst von der Pest geheilt. Okay, perfekt. Du kostest nur Geld. Du und du ebenso. Na, das schaut doch gut aus soweit. Hier unten auch alles abgedeckt. Na gut, das eine Haus und das ist mir jetzt egal. Der kommt hier oben auch schick ran. Du musst nur weg, weil da muss dann nochmal einer hin. So. Viel Spaß. Ach nee, warte, noch gar nicht viel Spaß. Und zwar brauche ich erstmal noch eine zweite Werkzeugschmiede. Eine zweite. Zack. So. Jetzt, bitte. Weil jetzt könnte ich nämlich wieder auch ein bisschen... positive Bilanz brauchen. Das Volk bejubelt eure Herrschaft. Da würde ich auch sagen, räumen wir mal hier ein bisschen diese komische Dekoration auf. Setzen dafür hier nochmal zwei Häuser hin. So. Und hier hinten kriegen wir doch bestimmt auch nochmal ganz exquisit ein Häuschen hin. Tada! Und dann schauen wir mal nach. $2,500 und. Ah, okay, ich habe kein Geld. So, du bringst Gewürze. Gut, die werden gleich ordentlich reinböllern. Die werden mir ordentlich Geld bringen. Ja, seht ihr? Ja, kriegen auch ein paar Kanonen, die Schiffe. Das wird dann nämlich gleich erstmal mit Werkzeugen bestückt. Sofern wir denn mal irgendwann welche über haben. Ja, sehr schön. Ankerlichten! Oh, Steinmetz sehe ich gerade. Könnten wir auch nochmal einen zweiten brauchen. Was ist das hier überhaupt? Da hinten haben wir eine Salzmine. Hier haben wir noch eine Salzmine. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz wichtig, dass wir zwei Salzmine haben. So, dann haben wir hier... Also wenn ich das... Also wohl die zweite... Nein, die Eisenmine brauchen wir nicht. Weg damit. Wir haben ja... eine Eisenmine. Ja, nee, komm, ja, brauchen wir nicht. Dann können wir aber hier nochmal einen zweiten Steinmetz hinsetzen. Das können wir gebrauchen. So, weg damit. Oh, ich habe kein Geld. Das ist jetzt natürlich irgendwie nicht so gut. Da müssen wir jetzt mal kurz regulieren. Pass mal auf. Ja, ihr dürft euch weiterentwickeln. Ihr habt meine Erlaubnis dazu. Ich mache ganz gewaltiges Minus, weil ich keinen Tabak habe. Kann das sein? Du bringst nicht viel Tabak, bedauerlicherweise. Ein bisschen was an Alk. Okay, pass mal auf.
Das. Alles weg hier. Brauche ich alles nicht. Ah, schwuppsiwupp, ein bisschen Money eingespart hier. Der Hoffnung, dass ich das wirklich nicht brauche. Also Salz passt auf jeden Fall. Leder, Nahrung, alles einwandfrei. Läuft. Stoffe. Ja, gut, Stoffe, die würde ich gerne hier unten weiter ausbauen, die Stoffproduktion. Alk und Stoff müssen wir hier unten alles produzieren. Was haben wir denn hier? Irgendwas Kaputtes auf jeden Fall. Ja, Die Pest sucht eure Siedlung heim. Gewürze werden verhökert wie sonst was. Das ist schön, aber es reicht halt nicht. Es reicht nicht. Jetzt bin ich mal kurz wieder im Plus, aber dann auch ruckzuck wieder im Minus. Das Einzige, was ich nochmal machen könnte, wäre hier. Ja, diesen Stand hier. Obwohl, den kann ich eigentlich auch nicht erpreisen, weil wenn ich. Hier dich. So, Wein. Schmuck. Was kosten der? Unterhalt. Kosten halt beide 5. So. Das ist weg. Feuerwehren. Mir fehlen Steine auch. Ja, ich brauche mehr Tabak und mehr Gewürze in jedem Fall. Ansonsten wird es hier, glaube ich, schnell böse. Okay, warte mal. Ich wollte hier auch noch einen zweiten Stein mit hinsetzen. So. Das ist auf jeden Fall auch wichtig. So. Das Volk schätzt eure Regentschaft. 33 Tonnen, da können wir mal eine gerade Zahl draus machen. Und was brauche ich denn eigentlich für noch eine weitere Linie? 8, so wie bei 1602 auch. Und hier sind 6, keine 5 mehr. Das heißt, ich brauche 22 Tonnen Minimum. Hier haben wir 6. Das heißt, ich brauche nur 16 Tonnen. Was mache ich denn hier eigentlich? Das glaube ich nicht. Das ist ein Gerücht. 9. 13. Ich kann doch auch so einladen. Steine. Los geht's. Was hat denn jetzt? Ach, der hat mir gerade Gewürze gebracht. Plopp, 2.500, 3.000 Gewürze. Und die Gewürze sind wahrscheinlich wieder alle.
Hallo, Gewürzstand. Och Mann. Deinem Schiff kam die Pest in euer Land. Was denn für ein Schiff? Hier war in den letzten 100 Jahren ja kein Schiff. Wo soll denn der kommen? So. Ankerlichten! Soll reichen, denke ich. Tonnen. Das erhöhen wir doch gleich mal. Ja, nee, wirklich. Also, Denkmäler, die Sequenz könnt ihr euch schenken. Die braucht ihr mir nicht zu zeigen. So. Hier ein, zwei, eins, zwei, so, und ich würde sagen, bei den beiden belassen wir es erst einmal und dann holen wir uns hier nochmal ein bisschen was an Bord, so, fahren wir mal, wie viel haben wir? 13 Ziegel, hier hinten haben wir noch zwei, sind 15, das ist ein Ziegel zu wenig. Komm her, fährst halt hier nochmal. Hol so mal ein paar Ziegel ran hier. So, wie schaut's aus? Ein Medikus fehlt. Was halte ich für ein Gerücht? Medikus haben wir. Weiterentwickeln dürfen sich die Häuser auch allesamt. Der hat jetzt hier nochmal kurz die Steine geholt, dann fährst du jetzt hier auch rüber. Eine Dürre vernichtet eure Ernte. Zack. Wo denn? Hier. Na, das ist jetzt natürlich besonders gut, weil ich ja hier gerade erst. Naja. Können wir hier eigentlich dem entgegenwirken mit so einem Brunnen? Ah, da brauche ich Werkzeug. Ja gut, nee, dann nicht. Ach, diese Dürre, die versaut es mir jetzt gerade ein bisschen. Ah, da haben wir gerade wieder irgendwas bekommen, was in Massen gekauft wurde. Ich habe große Wirtshäuser. Das ist ein verfickt großes Wirtshaus. Oh, das weiß ich doch nicht, wie das aussieht, Mensch. Ist das das Einzige, was ich habe? Ein Gewürzschmierer. Wollt ihr mich beleidigen? Was bringt mir der überhaupt? Hat ein bisschen größere Reichweite, ja. Sieht ein bisschen schicker aus, aber... Hä? Habe ich hier noch irgendwo eine große... Hey, ne? Das ist das Einzige. Da kann ich doch... Ja, wozu soll ich denn hier das Große stehen haben, wenn ich hier... Mach dich weg. Kommt ein Haus hin. Zack. Kleine reicht doch. Ich habe ja nicht so Elite-Schnösel, die unbedingt ein Großes brauchen. Oh. 420 plus. Perfekt. So, du bist dann auch hier. Erstklassig. Einmal alles abladen. Marktplatz. Es gibt Eisenerz auf dieser Insel. Das ist ja hervorragend. Interessiert mich nur leider gar nicht. So, eins. Zwei. Drei. Vier. Und machen wir hier noch einen. So. Weg mit die Viechers. Arbeite. 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 Oh. Bitte.
Okay, der ist gerade angekommen, der hat irgendwas geliefert. Jetzt müsste ich gleich Geld bekommen. Ja, ja, das, ja, guck mal, schaut das nicht hervorragend aus hier? So, zack. Oh, da ist wieder alles weg. Oh, shit. Nein! Bitte lass mich nicht bankrott gehen! Bitte, 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 Brigitte! Bitte, Brigitte! Aber das liegt wahrscheinlich an der Dürre, weil ich jetzt wenig... Ja, es liegt an, an der... Der konnte jetzt gerade nicht so viel bringen hier. Guck mal, nur 11 Tonnen. Das, obwohl ich es die Produktion hier erweitert habe. Ah, bitte, 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 bitte. Beeilt euch, Schiffe. Hier, Alkohol und Gewürze. Alkohol ist gar nicht so wichtig, glaube ich. Wie schaut es denn damit aus eigentlich? Ja, ist nicht so wichtig. Eine Tonne reicht ja wohl. Oh, minus 4000. Scheiße. Oh, ich vielleicht. Oh, ich hätte vielleicht zwischenzeitlich speisen sollen. Ich glaube, ich habe mich verzockt. Ich glaube, ich habe mich verzockt. Okay, es geht runter. Es geht runter mit dem Minus. Jo, die machen. Die. Ja, geil, ich habe wieder Plus. Aber wie lange? Wie lange ist die Frage? Hier mal schnell die Fältchen hinsetzen. So, perfekt. Und du fährst mal jetzt hier wieder zurück. So, wo fährt der hier eigentlich lang? Kann ich das hier mal... Irgendwie, dass der mal eine vernünftige Strecke fährt? Ist das vielleicht möglich? Ah, doch, die ist vernünftiger auf alle Fälle. So, hier, bitte. Was ist das denn jetzt? Mach das weg. Das hier einladen und hier die Gewürze ausladen. So. Weiß keiner, warum der da unten lang gegondelt ist. Lamentier. Oh, ich habe so viel Minus. So viel Minus. Weil ich keinen Alkohol habe. Weil ich keinen Alkohol habe. Scheißendreck. Oh, verdammt. Ich, ja, den Verlust, den kann ich jetzt auch nicht... Den kann ich nie reinholen. Das Schiff braucht halt noch ungefähr 100 Jahre, bis es da ist. Verdammt, ich hätte ihm sagen sollen, er soll Gewürze mitnehmen. Mist. Jetzt vergammeln die Gewürze hier. Ich habe 300.000 Gewürze hier, aber nichts, was ich... Nicht hier drüben. Die sind auch unzufrieden und sinken schon wieder. Oh, die sinken in Massen. Na, jetzt. Ja, das Schiff ist erst jetzt gleich drüben. Es muss ja noch zurückfahren. Jetzt bleibt mir nichts übrig, außer zu hoffen. Oh, minus 8000. Oh, ich weiß nicht, wenn ich minus 10.000 habe oder so, kann es sein, dass ich dann irgendwann... Aber warte, ich habe noch eine Idee. Ich habe noch eine Idee, was wir machen können, um ein bisschen Geld zu sparen. Was wir nämlich gerade eh nicht brauchen. Dich brauchen wir nicht. Ja gut, doch, du kannst weiterarbeiten. Dich brauchen wir aber nicht. Und dich brauchen wir nicht. Und dich brauchen wir nicht. Und ja, ich weiß nicht, warum habe ich davon überhaupt zwei? Brauche ich das sowieso nicht. Hier, tschüss. Kannst du noch weg und du kannst noch weg. Ja, komm, du kannst auch noch weg. Sparen, sparen, sparen. So lautet unsere Devise. Ach, Staroffer habe ich auch nicht. Oh, guck mal, nur noch minus 8000. Und er ist jetzt auf dem Rückweg. Ja. War klar. Eure Kassen sind leer. Und eure Einnahmen decken schon lange nicht mehr eure Ausgaben. Ihr kommt nicht umhin, euch einzugestehen. Ihr seid bankrott. Hm? Ja. Ich hätte die Gewürze mitnehmen sollen. Das hätt's gebracht, das hätt's gerissen. Ach, schade.
Na gut, ich habe hier meinen... Immerhin nicht alles verloren, ey. Ich dachte schon, ich müsste jetzt nochmal komplett von... ganz von vorne anfangen. Hier waren wir gerade dabei, hier das aufzubauen. Also haben wir schon ein bisschen was verloren an Zeit, aber jetzt nicht so wild. Gerade ist noch alles auf dem grünen Zweig. So, der hat hier gerade irgendwas... Genau, du, dich... hier, pass mal auf. Du kannst mir hier gleich mit der neuen Route anfangen. Und zwar lädst du hier nichts ein. Hier lädst du nämlich aus, die Gewürze. Doppelter, nein, kein Lampenöl. Mach das weg jetzt hier. So, Gewürze einladen. Gewürze. Gewürze. Abfahrt. Wieso fährt denn der jetzt da oben rum? Die Pest ist ausgebrochen. Nochmal. Von hier oben. Nach da. Wieso fährt denn der denn so einen komischen Weg? Es ist doch nie und nimmer der kürzeste Weg. Aber gut, ich habe jetzt, weiß nicht, ich kann ja auch jetzt nicht da 200 Pylonen verschieben, damit das irgendwie dann passt. Nee, Medizin sollst du da nicht ausladen. Gewürze bitte. Gewürze. Los geht's. Ach, kann ich hier nicht irgendwie auch einfach ein Kontor hier hinten hinsetzen? Allgemein kann ich doch hier ein Kontor wegreißen. Brauche ich doch eh nicht. Kommt hier hinten noch so ein kleines Kontor hin, wenn ich hier sowieso schon... Das ist ja cool, dann kann ich ja zwei Kontore auf einer Insel haben. Na dann... das nochmal... Ja, ich bin Trottel. So, guck mal, es ist schon viel, viel besser. Hier in Nabos lädst du bitte die Gewürze jetzt ein, endgültig. Die Gewürze, meine Fresse, und kein verdammtes Leder. So, hier, hier Würze, hier Würze. So, jetzt hab ich's. Ist doch richtig jetzt, oder? Hier, ne? Da und so. Perfekt. Gut. Du hast da jetzt auch schön Steine und fährst jetzt mal los. Ein Denkmal wollen sie mir geben. Na, herzlichen Dank. So, stimmt, hier. Bleibt aus. Eure Felder verdorren. Ein Gewürzschmierer. Wollt ihr mich beleidigen? Tada. Eure Händler stehen vor verschlossenen Toren. Nee, tun sie nicht. Müssen sie... Na, jetzt... Achso. Inkompetenz, mein Fehler. Guck mal. Wie perfekt das funktioniert. Eure Händler stehen vor verschlossenen Toren. Ich glaube, es geht los, du... Nix verschlossene Tore hier. Ja, eine Tonne Steine mal abladen, bitte. Danke. Tabakos. Ja, so, hier eins und zwei. Eins und zwei. Und dann noch den... Tabakisten. So, gebe er mir bitte nochmal hier 20 Tonnen davon, hiervon ein bisschen was und alles, was du hast davon. Sind 21 Tonnen Ziegel. Ich denke, das sollte reichen. Für... Es wird... Es
reicht nicht. Ich wollte 3 Plantagen bauen, Minimum, und es reicht für Original 2. Wenn ich mir die verrechnet habe. 21 plus 3. Ne, plus 2. 21 plus 2 sind 23. Das ist zu wenig. Jetzt mal, diese Türme kosten nichts, ne. So, wie schaut's aus? Nahrung, Leder, Salz, passt alles wunderbar. Alkohol wird, ist knapp. Es wird nicht knapp, es ist knapp. So, passt. Dann fahr bitte hier rüber. Euer Auftrag wird ausgeführt. Der schwarze Tod fordert seine Opfer. Ach, was für ein Müll. Also diese Routenfindung in 15:03 ist nicht die beste. Naja, was will man machen? Gewürze. Ich habe 1700 Moneten. Gewürze kommen jetzt dazu. Bam. Volle Hütte, da stürmen sie alle los und kaufen den Laden. Ja, wupp. Da geht's runter. Krasse Sache. Der fährt da gerade hin. Schön. Dann können wir hier nochmal, würde ich sagen, ein bisschen den Alkohol nach Schub erhöhen. Von diesen wunderbaren Hopfengärten. Die wir im Übrigen auch mal so optimalst gestalten können. Drehen wir mal. Ja, guck mal, so ist viel schöner. 1, 2. Zack, zack. Dann noch eine Brauerei, genau. Dafür setzen wir gleich mal 2. Schon wieder ein sehr teures Vergnügen hier. Hopfen. So. Ach, das sind die Bäume. Ich dachte schon, hä, warum hat denn jetzt hier nichts hingesetzt? Aber die Bäume haben sie sich blockiert. Also da steht schon was. Alles gut. So, dann bitte nochmal 3 Steine. Perfekt. Dann können wir mich hier auch nochmal einen hinsetzen. Und dann haben wir hoffentlich jetzt auch mit Alkohol ausgesorgt. Das sollte hoffentlich passen. Hier, ihr dürft euch auch fleißig weiterentwickeln. Machen sie auch, theoretisch. Achso, ja, hier unten. Ne, warte mal, das haben wir schon. Ja, ne, haben wir noch nicht. Und zwar das hier haben wir noch nicht. So. Ja, diese 3 Ledereien sollten, denke ich, reichen. Ja, die Nahrung schaut soweit gut aus. Hier müssen wir nachher nochmal ein bisschen optimieren. Für Getreide, genau, für den Bäcker. Er ist jetzt fleißig dabei, Alkohol ranzukarren. Ach, der hat jetzt Alkohol gebracht. Okay, da geht die da rast die Stoffe ja förmlich runter. Genau, Gewürze.
Captain. So. Haben wir das einmal abgeladen. Da kommt hier vorne wieder der Marketing Place. Genau, die wichtige Erzader. Ich sage hier 1, 2, 3. Die Pest sucht eure Siedlung heim. Das ist nicht gut. Aber dafür habe ich ja einen Medikus. Okay, ich brauche Geld. Meine Gewürze sind gerade abgeliefert worden. Das ist nicht gut. Setz Holzzeug! Stoffe, alles niedrig. Tabak wird geliefert. Ganze 30 Tonnen. Aber es ist doch, wenn er von hier nach da fahren würde, es wäre doch schon so viel kürzer. Und dann hier den Bogen, aber naja, die KI wird sich schon irgendwas dabei denken. Auch wenn es vielleicht nicht das ist, was sie sich dabei denken soll, aber sie wird sich irgendwas dabei denken. Minus 3.500, jawohl. Schick. Ein Reisender hat die Pest in eure Siedlung eingeschleppt. Ja, dann sollen sie die mal beseitigen, die Pest. Brauche ich nicht. Wie viel haben wir denn hier eigentlich? Eigentlich können wir das hier doch auch mal Penn schicken, genauso wie ihn hier. Wir haben doch so viel Eisenerz noch. 57 Tonnen da. Und du kannst auch mal Penn. Eigentlich brauchen wir dich überhaupt nicht. So, weg mit dir. Stoffe. Schöne Sache. Stoffe. Da stürmen sie alle drauf zu. Die wollen kein Leder mehr haben. Deswegen habe ich so viel Leder übrig. Eigentlich könnte ich da euch hier mal Leder verkaufen, wenn wir das schon nicht mehr brauchen. Flotte befehlsbereit, Kommandant. Dabei. Ja, 39 Tonnen Gewürze. Los geht's. Da-dam. Das hat nicht gereicht. Die Gewürze haben nicht gereicht. Ich habe das Gefühl, einer von diesen halb kaputten Deilen hier reicht. Fehlen Stoffe. Nehmen wir doch mal hier ein bisschen was mit. Fahren hier runter und kümmern uns um noch mehr Stoffe. Was bringen wir denn diese 90? Was kosten die in der Produktion? 40? Uff. 75. Wo ist denn das Gebäude, was das herstellt? Was ist das hier? Färberei? Macht die Färberei das? Also wenn es die Färberei wäre, dann wären wir bei 115. Haben wir sowieso gerade überhaupt nicht das Geld für. So, hat er jetzt hier... Ja, guck mal, jetzt hat er ein bisschen mehr Gewürze. Sehr schön. Jetzt ist die Produktion hier scheinbar angelaufen. Ja, können wir nochmal irgendwo Geld sparen? Ich würde sagen... Na gut, 9.
Kleinvieh und so, ne? Macht auch Mist, bekanntlichermaßen. Was machst du hier überhaupt? Braucht doch kein Schwein da. Genauso wie dich. Die sehe ich ja jetzt erst. Jetzt mach mal hier den Scheiß da weg. So. Die Holzfäller können von mir aus so da weiterhacken. Das passt schon. Habe ich jetzt hier einen Hopfen oder so im Lager? Nee, nur Hanf. So, du darfst da mal weiterarbeiten. 4000 Talos Grande, Popande. So. Flotte setzt sich in Bewegung, Kommandant. So, Stoffe ist ja schon fast am Maximum, was er da immer mitnimmt. Da würde ich auch sagen. Oh, das ist so teuer. Warte mal, es kostet 500 und das Ding kostet nochmal 380. Zwei davon sind. Oh, ich weiß nicht, ob ich das machen will. Ich weiß es nicht. Ich würde mal den Verlauf der Dinge im Auge behalten. Gucken, wie viel Geld ich habe, wenn das nächste Mal mein Gewürzschiff zurück ist. Weil Gewürze passen ja auch noch nicht so richtig. Tabak, ja. Tabak hält sich erstaunlich lange. Gut, Alkohol ist jetzt wieder weg, aber da kommt gleich neuer Alkohol. Haben die kein Interesse an Tabak oder was ist hier los? Die kaufen ja gar nichts. Alkohol, wie schaut's aus? Okay, jetzt haben wir Gewürze wieder. Achso, das war das Schiff. Ah, okay. Flupp. Die Menschen fühlen sich unter eurer Führung wohl. 7, 6, 5, 4, 4. Immer noch vier. Gut, also Tabak brauchen wir tatsächlich nicht so viel mehr. Gewürze hält sich auch länger. Das heißt, sie sind jetzt einmal alle glücklich gewesen mit den Gewürzen. Und holen sich jetzt nur noch was, wenn sie merken, oh, okay, es wird langsam eng. Ja, und Stoff ist halt permanent low. Was ist denn eigentlich mit dir los? Hast du keine Lust weiterzufahren oder wie schaut's aus? Eine Plantage müssen wir auf jeden Fall noch hier hinsetzen. Ja, da habe ich kein Geld mehr. Wer seine Mitmenschen achtet, wird selbst geachtet. Ihr verdient ein Denkmal. Oh, das haben sie aber schön gesagt. Wer seine Mitmenschen achtet, wird selbst geachtet. Ich würde sagen, das kommt mal hier oben hin. Schick. Schickischöni. Ich wollte gerade sagen, der hat doch hier gerade Gewürze hingeliefert. Wo sind denn die ganzen kaufwütigen Stoffe, wurden jetzt da auch noch hingeliefert? Ja, heilige Muttergott. Oh Gott, sind alle wieder weg. Dann müsstest du aber mal deine Route optimieren, indem du mehr Stoffe mitnimmst. Genau, so. Die Pest ist ausgebrochen. Die Pestilenz. Ach, guck mal, hier kann man ja sogar on point begutachten, wie viel wir noch über haben.
Okay, zum Eintreffen, zum Zeitpunkt des Eintreffens haben wir noch 5 Tonnen ungefähr gehabt an Gewürzen. Ich bräuchte, würde ich sagen, 30 Tonnen mehr für eine Überfahrt. Grob geschätzt, vielleicht auch 40 Tonnen, damit das Volk hier permanent genug hat. Jetzt gerade liefert er 51 Tonnen. Das heißt noch... Warte mal, 50 geteilt durch 7. Das geht schlecht, ne? Warte mal, 7 mal 7 sind 49, ne? 49 war das, genau. Das heißt, eine produziert ungefähr 7 Tonnen. Um auf 30 zu kommen, Minimum, bräuchten wir noch 4 Stück. Quatsch, 5. Bei 4 wären wir bei 28. Ha, Mathe-Leistungskurs. Hat sich mal wieder bezahlt gemacht. Ja gut, hier kriegen wir auf jeden Fall noch 2, 3 hin und hier und dort. Und da, das passt schon. Ah, es passt schon. Easy. Easy.